Als ich euch gesagt habe, wie viele Rainbow-Tickets ihr mindestens bekommt, haben wir jetzt ein paar Editions. Moinere Leute, ehrt mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Video. Und Part 2 des 8-Year-Anniversaries hat gerade angefangen, nämlich ist genau 2 Uhr nachts. Und wir schauen uns jetzt einmal die News an, was alles kommen wird und zu welchem Zeitpunkt das Ganze kommen wird. Dementsprechend würde ich sagen, springen wir gleich rein. Es gibt noch eine coole Sache, die ich im Data Download gesehen habe, und zwar diese Growth Missions, Weekly Growth Missions. Die versprechen uns noch viel mehr Rainbow Tickets, aber dazu kommen wir später. Beginnen wir jetzt aber am besten einfach mal mit Part 2 der Celebration. Und zwar hat das genau jetzt begonnen. Ich denke, einiges an Content müsste gerade live sein. Wir gehen das Ganze Stück für Stück durch. Es gibt eine neue Hintergrundmusik. Das ist quasi hier so eine To Make the 8-Year Anniversary Celebration Even Live. Was? Was ist das für ein Wort? Ein englisches Wort habe ich noch nie gehört. Live Liar. Noch nie gehört. Keine Ahnung. Sagt ihr es mir, was es bedeutet? Auf jeden Fall scheint es, dass wir tatsächlich die copyrighted Musik bekommen. Chala, He Chala, We Got the Power, Dun Dun, Dragon Soul und. Das bedeutet auch, das Medley-Event wird verfügbar sein. Also das wissen wir schon durch den Data-Download. Aber damit ist es jetzt auch nochmal offiziell. Gut, ansonsten haben wir quasi Missions Part 2. Schaut, dass ihr die macht für die 77er Multi-Tickets, als auch für die weiteren Rainbow-Tickets. Ganz, ganz wichtig, macht die. Die sind verfügbar bis Ende des Anniversaries. Dann haben wir Everyone's Energy Campaign. Ich denke mal, ja genau, der Barbershop wurde geupdatet. Eventuell kamen da sogar noch mehr Rainbow-Tickets dazu. Ihr habt ja das Video gesehen zuletzt von mir mit den Rainbow-Tickets, die letzte Hoffnung. Dort waren es 64 Tickets overall, die wir bekommen sollten, mindestens. Jetzt mit dem Barbershop-Update plus den Growth-Campaigns wird es um einiges mehr sein. Also ihr könnt euch wirklich freuen, es gibt viele Sums, die ihr machen könnt bis Ende dieses Anniversaries. Ob für Part 1 Banner oder für Part 2 Banner ist euch dann überlassen. Und dann haben wir genau die Weekly Growth Missions, das heißt, die wöchentlich gibt es neue Missionen vom 18.07., also jetzt um 2 Uhr nachts, bis hin dann zum 21. August. Das hatte JP nicht, also diese Weekly Growth Missions hatte JP nicht, soweit ich mich da richtig dran erinnere. Ist ganz geil, nehme ich auf jeden Fall mit. Schmeckt, also schmeckt wirklich. Dann haben wir 3 neue Stages für Birth of the Shadow Dragons, darunter ist dann tatsächlich auch noch eine neue Mission. Nämlich müsst ihr die letzte Stage, Stage 6, mit einem Team von Battle of Fate Charakteren schaffen. Ich glaube, dazu mache ich ein Video und das gibt es wahrscheinlich am Abend heute oder am Mittag. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich denke, das ist momentan so der schwierigste Content, zumindest von Part 2 des Anniversaries. Also denke ich mir, gut, machen wir das einfach mal als Video, warum nicht? Dann haben wir ebenfalls genau richtig das Awakening für den SSR Hercule. Zu Part 3 bekommt er dann sein EZA, aber dadurch haben wir quasi 4 neue Stages für das Story-Event Super Warrior Memorial. Genauso Super Warrior Memorial, Goku and Rivals bekommt ein weiteres Support Memory, sollten auch 4 Stages sein. Schaut, dass ihr die macht, nehmt die Stones mit. Und wir bekommen 3 neue Stages für das Ella Barbadie Story-Event. Also ja, auch hier schaut, dass ihr die Units awake, schaut, dass ihr die Stones mitnimmt. Und die EZAs gibt es dann quasi zu Part 3. Ansonsten zu den Charakteren, ich bin kein Fan von Physisch Hercule, ist einfach meiner Meinung nach viel zu schlecht geworden. Genauso bin ich kein Fan von quasi Barbadie into Margin. Ja, es sind Free-to-Play-Charaktere, man kann sie hier und da mitnehmen, aber ich sage euch ehrlich, sind jetzt nicht meine erste Wahl, wenn ich Wahrheit sagen soll. Okay, dann haben wir ein Event, was 3-mal wöchentlich spielbar ist, und zwar ein Link-Level-Event. Das ist Master the Dream Technique. Das ist ein Link-Skill-Level-Up-Event. Der Link-Level-Multiplier müsste hier 42 sein, ein sehr, sehr gutes Event. Und ihr bekommt durch die Mission auch originale Link-Level-Keys. Diese Link-Level-Keys könnt ihr dann quasi, ihr kriegt insgesamt einen Run, also 5 Keys. Diesen einen Run könnt ihr dann einlösen im Portal of Memories. Dort habt ihr dann für eure ganzen Units quasi einen garantierten Rank-Up in allen Links. Okay, sehr schön. Nimmt man auf jeden Fall mit, schaut, dass ihr das wirklich ordentlich macht und daily macht. Es geht auch ab jetzt quasi los. Schon ab dem 18.07. 2 Uhr nachts. Dann haben wir Infinite Dragon Ball History. Dort haben wir die zwei Kategorien für diese Mission. Infinite Dragon Ball History, was jetzt auch live ist, jetzt schon, ist Margin Power und Power of Wishes. Also 3 Charaktere aus quasi der Margin Power Kategorie, 3 Charaktere aus der Power of Wishes Kategorie. Die Leute, die das C-Duo haben zum Beispiel, für die ist es ein Free.
Freerun. Ansonsten denke ich, gibt es auch noch viele zahlreiche andere Builds, die das ziemlich leicht schaffen sollten. Kommen wir zum nächsten Content. I mean, gut, Strike Event ist für uns nicht bedeutend. Klar, Super Strike Event available daily. Sehr schön, holt auf jeden Fall ein paar Units nach, wie zum Beispiel in C16. Sehr, sehr gute Unit. Also gerade für vielleicht mal Challenge Runs oder so, wie zum Beispiel Cell Max. Da kann er relativ nützlich sein, auch für neuere Spieler. Also in C16 würde ich da auf jeden Fall farmen von diesem Super Strike Event. Dann Extreme Sidokan Festival. Jetzt, ich habe predicted, sie kommen am 22. so wie auf JP, also nach 4 Tagen vom Start von Part 2. Kam jetzt einen Tag früher auf Global, umso besser. Also am 21. um 2 Uhr nachts, das ist der Freitag, perfekt, kommen die Easy Ace von Blue Kaioken Goku und Spirit Bomb Absorbed Goku. Big, 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 big. Ich habe euch auch hier nochmal ein Video verlinkt, wo ich über beide Units rede und quasi auch nochmal ihre Berechnungen euch zeige. Ist damals vom JP Release, aber sollte immer noch gelten. Blue Kaioken Goku, absolut insane Unit mit seinem Nuke, ist er wirklich eine wahre Macht. Dazu gibt es eine Showcase zu dem Charakter zusammen mit dem GT-Duo, habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und Spirit Bomb Absorb Goku ist eine sehr, sehr nützliche Unit für zum Beispiel das God Goku Team. Wir machen uns einfach genügend Orbs, dadurch haben wir zum Beispiel Vorteile für Physisch Ultimate Gohan oder für God Goku, damit wir dort immer auf die 6 Orbs kommen für quasi garantierte Additional Super Attack und Guard und, und. Also beide Easy A's nützlich. Blue Kaioken Goku sein Easy A insane. Man braucht aber noch ein paar Raps of Universe 7 Charaktere für seine Genki Dama. Obvious, natürlich. Ja, dann haben wir ebenfalls Challenge Packs dafür. Also nichts Besonderes. Fein, wir haben ein paar Extreme Areas, die zurückkommen werden. Super Android 13, seine Story Events kommen zurück. Ja, Padokan Events kommen zurück. Und hier haben wir jetzt das Dragon Ball Opening Medley Event. Das startet vom 24.07. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den 23.07. ne? Ich gehe demnach stark von aus. Ah, wird der Banner jetzt am 25. kommen? Ich weiß es nicht. Eventuell, I mean, ja, wir kriegen die Banner nicht geteased. Also die Banner sind hier nicht vorhanden. Wir wissen nicht genau, wann die Banner kommen. Ich schätze aber so um den 24., 25. rum. Weil wir haben sie jetzt noch nicht in Data Download bekommen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch ein paar Tage haben, bis überhaupt der Data Download droppt für Part 2. Für die Part 2 Banner. Und dann kommen auch erst die Part 2 Banner raus. Ich denke also Anfang nächster Woche, da sollten wir mit rechnen können. Soweit, so gut. Aber das Dragon Ball Opening Medley Event, sehr, sehr cool. Am 24.07. geht quasi das live. Plus wir haben auch noch den Burst-Mode davon. Was auch noch ganz cool ist, und zwar, wenn ihr diese Medley-Mission alle schafft, zum Beispiel seht ihr hier die Missionen, ihr müsst alle Stages von diesem Dragon Ball Opening Medley Event clearen, dann bekommt ihr ein Wallpaper. Und dieser Wallpaper sieht so aus, damit ich das auch nochmal dabei hinzugefügt habe. Okay, sehr schön. Ja, das war Part 2. Also mehr gibt es jetzt erstmal nicht. Ist ein kleiner Part, könnte man so sagen. Part 3 ist der größte Part von allen vom Anniversary. Nichtsdestotrotz schauen wir einfach mal, dass wir den Content clearen. Finde ich geil, dass wir solche Growth Missions bekommen haben. Zu denen kommen wir jetzt nämlich gleich einmal. Ich glaube, wir... I guess, was ist das hier? Okay, wir schauen uns gleich den... Ja, ja, ich weiß, was es ist, aber wir schauen uns gleich mal den Barbershop an. Und gucken mal, was da Neues gibt. Okay, gehen wir gleich rein. Zuerst einmal Weekly Growth Missions. Und zwar möchte ich euch da zeigen, wie viele Rainbow Tickets ihr bekommt. Wenn ihr diese Mission macht, bekommt ihr quasi 2 Rainbow Tickets. In den Daten hinterlegt sind quasi 2 Rainbow Tickets zu jeder wöchentlichen Herausforderung, also zu diesen Mission Badges. Insgesamt haben wir davon 5 Parts. Aber in den Daten hinterlegt ist, dass der letzte Part, Part 5, keine Rainbow Tickets mehr enthält. Das heißt, es sind insgesamt 8 Rainbow Tickets, die wir hier durchbekommen. Und wir gehen jetzt gleich in mein altes Video zurück und ich werde euch das quasi drauf addieren. Und nämlich die Banner, so wie es aussieht, könnten eventuell am 24.07. starten. Also quasi am Montag dann. Sieht sehr wahrscheinlich aus. Ich rechne mal damit. Ansonsten der 25. Aber bleibt noch abzuwarten. Genau, jetzt einmal noch kurz den Barbershop anschauen und dann sind wir auch schon fertig mit diesem Video. Wenn ich was vergessen habe, dann war es folgendes, und zwar die Effektivitäten von den Easy Ace. Blue Kaioken Goku, seine Schwäche ist quasi Accelerated Battle und die Schwäche von Spirit Bomb Absorb Goku war Target Goku und Legendary Power obvious. Aber damit ihr das nochmal wisst, dass ich das jetzt so nachgereicht habe und ihr jetzt alles erfahren habt. Okay, was haben wir bekommen? Sehr schöne Silber Additional und Crit und Dodge Infinity Orbs. Insane. Plus wir haben wieder 2 Rainbow Tickets. So wie es also aussieht, scheint es, als würden wir 2 Rainbow Tickets für jetzt Part 2 bekommen haben, ja. Und auch nochmal 2 bekommen zu Part 3. Also sind das auch nochmal 4 Rainbow Tickets.
Wenn wir jetzt noch einmal rüberspringen zu meinem Video, als ich euch gesagt habe, wie viele Rainbow-Tickets ihr mindestens bekommt, haben wir jetzt ein paar Editions. Soweit hat alles gestimmt, passt soweit, alles top-tipp. Jetzt wissen wir aber, wir kriegen 8 Tickets nochmal obendrauf durch diese Weekly Growth-Missionen. Das heißt, ihr werdet hier nochmal auf 72 Tickets kommen. Und wir kriegen nochmal 4 Rainbow-Tickets durch den Barbershop. Also jetzt gerade, die ihr eingesammelt habt, die 2 Rainbow-Tickets aus dem Barbershop. Und nochmal 2 zu Paar 3, wenn es da auch welche geben sollte. Dann sind wir insgesamt bei 76 Overall Rainbow-Tickets. Nicht nur das, sondern es werden auch quasi für den Drop insgesamt, ich glaube, es sind 4 und jetzt noch die 2, also 6, also 40 Tickets. Es sollten 40 Rainbow-Tickets am Drop sein von den Bannern. Und ich denke, das ist auf jeden Fall insane. Also eine sehr, sehr gute Menge an Rainbow-Tickets. Und ich hoffe, damit zieht ihr auf jeden Fall die neue Unit. Okay, sehr gut. Das soll es eigentlich gewesen sein. Wir sehen uns dann, würde ich sagen, beim nächsten Video wieder. Ich habe euch den kompletten Part 2 einmal, ja, zusammengefasst. Vergesst diese Special-Campaign nicht. Klickt da einmal drauf, macht hier Zack-Zack. Holt euch die 3 Stones ab. Und dann seid ihr auch good to go für Part 2. Mehr gibt's nicht. Ich habe alles gesagt und demnach sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao, haut da rein, ne, ne.